Kapitel 57 Showdown gegen die Plottkaiserin. Es ist Showtime! Blitze schlugen überall im Raum ein, als Epsilon langsam heruntergeschwebt kam und mit ihrer robotischen Gestalt nun im Angesicht des Team Polana Watra stand. Allerdings scheint mir das Ganze hier doch etwas unfair, nicht? Verschon uns mit diesem aufgeblasenen Gelaber, Zoroark. Unfair für euch, habe ich recht. Sofort erhob die dunkle Plottkriegerin ihr Schwert und zeigte auf ihren ehemaligen Teampartner. Nenne mich nicht Zoroark. Und für wen hältst du mich? Den schlechten Superschurken eines Romanes? Ich bin eine Heldin Seraora. Ob ihr alle es akzeptiert oder nicht. Ich meine es, wie ich es sage. 5 gegen 1. Ich bevorzuge 5 gegen 4. Und ihr dürft zu viert sein. Kel, du kämpfst mit mir. Bitte was? Das Akani selber wusste nicht, ob diese Ansage eine Fallade sein sollte oder ob Epsilon tatsächlich irgendwie glaubte, dass er sich ihr freiwillig anschließen würde. Das war keine Bitte. Ein weiterer finsterer Blitz schlug ein. Dieser direkt in Kels ungeschützten Nacken. Kel, was? So oft habe ich versucht, dir ein Geschenk zu machen. Eigentlich sollte das Hündchen dir in der Schlacht gegen mich helfen. Aber nein, du musst es ja wieder und wieder ablehnen. Du verdienst meine Gaben nicht. Deswegen wird dieser Kerl heute auf meiner Seite stehen. Außerdem, aus ihrem Arm entwich wieder schwarzer Rauch. Jene Schattengestalten, welche Aurora bereits im Relegationskampf bekämpft hatte, erschienen erneut. Tag X ist angebrochen. Am Ende des heutigen Tages wird es nur noch eine Plottkriegerin geben. Der Krieg wird endlich enden. Und die siegreiche Kriegerin wird ihre Ideale in die Welt einwirken lassen. Und nach all deinen Sünden der schier endlosen Vergebung. Heute endet deine Reise, Plottkriegerin Aurora. Es gibt nur eine Kaiserin, die wahre Plottkaiserin Epsilon. Ein letzter Blitzeinschlag mitten in die Schwertfeder gab den Startschuss für das Finale. Lila Funken durchstoben das Fell von Auroras Freund, als seine Augen zu verblassen schienen. Die Plot-Armor war vollkommen nutzlos in einer Lage wie dieser, nun wo sie nicht vollständig war. Ruhig und ausdruckslos blickte Kel sich nun in den Reihen seiner eigenen Freunde um. Los, Mensch! Kämpfe! Schon diese simplen Worte Epsilons lösten eine Veränderung im Willen des Akani aus. Er stieß ein lautes Brüllen aus, als die Flammen begannen ihn zu umgeben. Und auch er stürzte sich nun in die Schlacht, an der Seite der schattigen Elite. Seraora, Monagora, Smashadow, wir werden hier und heute gewinnen. Teilen wir uns auf. Aurora, du übernimmst Endynalos, ich knöpfe mir Darkrai vor. Smashadow, erledige du Amagaga. Monagora, Skell ist dein Job. Wenn wir das erledigt haben, dann können wir uns alle auf Epsilon fokussieren. Also, wer ist dabei? In einer Lage, in der Aurora kurz vor dem Aufgeben stand, vermittelte Seraora Enthusiasmus und Hoffnung. Die Motivation, die Aurora nun brauchte. Monagoras, wenn du es irgendwie schaffst, dann hol uns Kel zurück. Los! Sekunden nach ihrer Ansprache sprang sie zur Seite, um so einem Blitz zu entgehen, der den Rasen dort versenkte, wo sie eben noch gestanden hatte. Oder eher den Boden. Die gesamte Landschaft hatte sich inzwischen zu einem seltsam surrealen Ort verändert. Der Boden war schneeweiß, die Kuppel um das Feld herum pechschwarz. Außerhalb war nichts zu erkennen.
Oh nein, Aurora. Du kämpfst gegen mich. Es war eine schnelle Planänderung. Doch niemals würde Aurora das ablehnen. Ohne weitere Worte sprang sie auf Epsilon los, die den Hieb sofort mit ihrem Schwert ablockte. Gerade wollte Polana Vatras Plottkriegerin weiter angreifen, als Flammen sie versenkten. Denkst du wirklich, ich lasse dich hier in ein 1 gegen 1 verwickeln? Nein, du wolltest dein 2 gegen 1 nicht. Deswegen darfst du jetzt gegen Kell kämpfen, anstatt mit ihm. Vor Epsilons schwebendem Körper stand nun ein stromdurchströmtes Akani ohne eigenen Willen. Dies war Auroras Finale. Am Abend zuvor hatten sie sich versprochen, diesen Kampf Seite an Seite zu bestehen. Doch nun war Kell genau, was er selber gefürchtet hatte. Und doch, zum Umdrehen war es zu spät. Aber zum Aufgeben zu früh. Meinetwegen, Epsilon, du willst dein Finale. Du denkst, dass du meine eigenen Freunde als Waffe gegen mich verwenden kannst. Am Ende wird immer das Gute gewinnen. Ich weiß. Also hör auf zu reden und stirb. Sofort kreierte Aurora sich ihre Kampfgrundlage, Hagel- und Aurora-Schleier. Ohne dies hätte sie keine Chance, von vornherein nicht. Auch erkannte sie sofort, sie würde Epsilon nicht schaden können, solange Kell noch im Weg stand. Also lag es an ihr, ihn zurückzuholen. Der Mond schien hell in der ewigen Schwärze dieses finalen Kampffeldes. Auroras Mond, welcher eine ihrer größten Waffen war. Sofort stürzte sie sich in den Kampf gegen Kell. Ein Nahkampf, wie Ligakämpfer ihn gegen das Akani ungern einging. Allerdings war Aurora anders. Denn sie wusste, Kell kämpfte auf kurze Distanz besser, doch wenn man ihm hier über war, wäre es 100-mal effektiver als ein Distanzkampf. Und Aurora hat ihrem Partner oft zugesehen. Sie kannte seine Tricks und Kniffe. Nun musste sie nur hoffen, dass Epsilons Einfluss seinen Kampfstil nicht vollkommen verdrehte. Mehrere kleine Hiebe teilte sie so unverwundet aus. Als sie merkte, dass ihr Gegner dieser Situation entgehen wollte und Hitze begann, sein Maul zu entströmen. Auf diesen Geduldsverlust hatte das Vulnona gewartet. Sofort hob sie vom Boden ab, um den verwirrten Kell als eine Art Sprungbrett zu nutzen, um Epsilons Schwertstreich auszuweichen, welcher gerade dort vorbeizischte, wo Aurora eben noch gestanden hatte. Nun schlug an derselben Stelle Mondgewalt ein und traf die Führerin der Schwertfeder direkt, die kurz zuckte, aber nicht weiter verwundet wirkte. Sofort bei Auroras Landung sprang sie wieder zurück und blockte anschließend, um Epsilons Hieben zu entgehen. Jedoch kam im gleichen Moment Kell angesprungen, mit brennenden Krallen ausgefahren. Er wurde jedoch gestoppt von einem Spukball mitten in seinen ungeschützten Nackenbereich. Kümmer du dich um Epsilon, Aurora. Amagaga ist beseitigt, ich kümmere mich so lange um Kell. Während ein kurzes Nicken als Antwort genügen sollte, stieß Aurora Epsilon von sich weg. Seit unserem letzten Gefecht auf dem Eisberg bist du deutlich stärker geworden, Aurora. Das muss ich dir lassen. Damals warst du gerade erst ein Vulnona, jung und unerfahren. Als könnte nichts deine helle Welt trüben. Doch du hast gelernt. Es ist wirklich schade, dass du so fest auf deinen Ideologien beruhen musst. Wenn du mir einfach meinen Raum lassen würdest, dann wäre bald alles vorbei. Ich müsste nichts tun, was ich selber tief in mir nicht tun möchte. Wenn du mir einfach meinen Raum lassen würdest, könnten du und dein Team in Frieden leben. Du könntest deinen Traum erfüllen, die Zukunft leben, die für dich bestimmt ist. Ein Eisstrahl kam genau auf Epsilon zugeschossen. Jedoch wehrte sie ihn ab. Genau das ist es, Epsilon. Ich will keine Zukunft leben, die jemand anderes für mich bestimmt. Niemand soll das müssen. Pokémon leben, um ihr Schicksal selber zu bestimmen. So mögen sie das bisher tun. Und dies führt sie in den Untergang. Wenn jeder das Schicksal verändern kann, dann stürzen Pokémon wie Olanga die ganze Welt ins Verderben. Irgendwie fühlt es sich falsch an, doch gegenüber Epsilon konnte Aurora sich diese Worte über den Ligakämpfer nicht anhören.
Du willst das Gute einfach nicht mehr sehen. Doch selbst im Herzen eines Pokémon wie Olanga existiert es. Letztlich konnten wir ihn in der Liga nur schlagen, da auch er ein Mon der Gerechtigkeit ist. Nur sieht er Gerechtigkeit anders als andere es tun. Genau wie du es auch tust. Ob du es einsehen willst oder nicht, du und Olanga, seid euch ähnlich. Geysire aus lila Energie entsprangen aus dem Grund und neue Schatten-Elite-Kämpfer erschienen aus dem Rauch, der das Kampffeld umgab. Niemals! Niemals werde ich so sehen und gewissenlos sein. Niemals würde ich Pokémon behandeln wie Abfall, weil sie den Frieden der Welt wollen. Niemals könnte ich jemanden verwunden, der nur das Gute sucht. Nun, durch das Auftreten eines neuen Amagaga, kehrte auch Kell zurück in den Kampf mit Aurora. Er schien kaum mehr verwundet, seit Machado das Duell mit ihm begonnen hatte. Würdest du nicht? Bist du nicht diejenige, die erst vor Minuten betont hat, dass auch mein Team und ich gute Pokémon seien? Dass wir nur Gutes wollten. Und trotzdem schwebst du hier vor mir in einer Schlacht um Leben und Tod. Epsilon, du bist geworden, was du selber versucht hattest zu zerstören. Am Polarsee hast du mir die Liga beschrieben als ein reines Äußeres. Mit einem schimmelnden Kern. Hast du damals nicht bemerkt, wie sehr diese Beschreibung auf dich selber zutrifft? Als Antwort kam zunächst ein Schwerthieb. Und das gesamte Kampffeld begann sich zu drehen. Wie damals schon am Eisberg. Du bezichtigst mich einer Doppelmoral, eines falschen Ideales, alleine, da du selber nicht die Dunkelheit akzeptierst. Ich dachte, du wärst besonders, Aurora. Ich dachte all die Zeit, du wärst wie ich. Aber nein, du bist nur wie er. Wie er? Kurz stockte Epsilon, als hätte sie etwas gesagt, was sie niemals hätte erwähnen sollen. Doch letztlich sah sie, dass sie den Schritt nun gegangen war, also musste sie nun auch dem ganzen Weg folgen. Du und Machado, du und Polar. Bei der Erwähnung ihres verstorbenen Bruders trat Aurora einen Schritt zurück. Machado hingegen reagierte völlig anders. Du weißt es? Woher? Ich habe dir nie ein Wort gesagt. Du hast mich unterschätzt, Polar. Aber auch du erinnerst dich nicht. Ich allerdings vergesse nicht. All die Schatten schwanden. Alleine Käfer blieb, wie er war. Doch auch er setzte sich ruhig hin, während Epsilon den Raum stoppte und vor Aurora und Machado schwebte, die nun nebeneinander standen. Aurora, dieser Geist neben dir, der dich schon so lange begleitet hat, ist niemand anderes als eine Reinkarnation Polars. Er hatte immer daran geglaubt, dass der Plot ihm eine neue Chance geben könnte, dir zu helfen. Und nun, sieh an. Machado, stimmt das? Kurz zögerte der Angesprochene. Doch anschließend nickte er. Ich habe es selber erst nach einer Weile herausgefunden, aber ich bin mir sehr sicher. Ich wollte es nur geheim halten, bis dieser Krieg endete, denn ich wusste nicht, wie du reagieren würdest, ob du mir geglaubt hättest, weil allerdings Epsilon das alles weiß. Auf Machados Enthüllung ging sie nun erst einmal nicht genauer ein. Stattdessen blickte Aurora die Plot-Kaiserin an. Euch beiden bin ich keine Erklärung schuldig. Ihr wisst ohnehin schon mehr, als ihr solltet. Kell, fass. Sofort sprang der Löwe wieder auf, ohne eine Sekunde zu zögern. Aurora war bereit, den Kampf weiterzuführen. Im Augenwinkel bemerkte sie, dass auch die Schatten wiedergekehrt waren. Diese Unterbrechung hatte am Kampf selber nichts verändert. Es hatte ihr lediglich eine Wahrheit offenbart. Eine eigenartige, und sie wusste ehrlich gesagt auch nicht wirklich, was sie davon denken sollte. Doch dafür wäre später Zeit. Nun ging das Duell gegen ihren Freund weiter. Noch gnadenloser als zuvor. Während Kell vorhin noch gekämpft hatte wie ein Sportler im Ring, schien nun wahrlich die Bestie in ihm freigesetzt zu sein, als er ohne jeden Rückhalt angriff und Aurora damit große Schwierigkeiten bot. Sie musste all ihre Konzentration darauf legen, nicht getroffen zu werden. So, dass ihr letztlich die Aufmerksamkeit fehlte, um Epsilon-Sieb kommen zu sehen.
Strom durchfuhr den Rücken des Vilnonas, als die Schwertfeder ihr Fell und Fleisch am Rücken und Nacken anschnitt. Auch ihre Mähne zertrennte, welche jedes Vilnona ganzer Stolz war. Genug gespielt. Kell, erledige sie. Gequält erhob Aurora sich wieder, doch ihre Muskeln schmerzten. Das besessene Arcani näherte sich ihr langsam. Und knurrend. Kell, ich weiß, dass du noch da drin bist. Bitte, du bist stark genug, um dich zu wehren. Ich weiß es. Bitte. Flammen sammelten sich in den Klauen des Arcani an. Doch der Hieb verfehlte. Direkt vor Aurora, auf den Boden, schlugen die Krallen ein. Zitternd blickte das Arcani zu Boden. Seine Augen schienen aufzublitzen. Es gab noch Hoffnung. Sofort sprang Aurora mit letzter Kraft über Kell hinüber und direkt auf Epsilon, die derzeit mit ihrem alten Teampartner kämpfte. Doch sie war nicht schnell genug. Epsilon sah den Angriff kommen und stieß Seraora fort, um Aurora mit eiserner Hand zu stoppen. Wehrlos saß das Vilnona nun fest, im Griff ihrer schlimmsten Feindin. So wie bereits zuvor auf dem Eisberg. Bereits einmal war sie so gestorben. Und nun führte kein Weg daran vorbei, dass es sich wiederholen würde. Es ist aus, Aurora. Du hättest deinen Platz lernen müssen. Doch letztlich war es von vornherein vergeblich. Ich kann nicht gegen dich verlieren. Nicht gegen dich oder Polar. Meine eigenen Kinder.